Moin moin Leute, wieder ein Video von mir, für euch, von eurer lieben Uhr, 444 oder 444, wie auch immer man das aussprechen möchte. Ich würde mal ein Video machen, falls ich irgendwann mal umziehe, wer weiß, das steht noch an den Sternen, aber da würde ich gerne mal meine Vorstellung, ich hätte gerne vielleicht mal irgendwann eine große Wohnung, eine Vorstellung, wie ich mir mein, im Moment habe ich meine ganzen, wie ich mir mein Gamer-Zimmer vorstelle, auch, naja, ich sag mal so, wie ich mir so vorstelle, weil ich hätte gerne noch ein Zimmer mehr, wo ich nur meine Konsolen, mein PC, meine Figur, meine Sammlung alle rein tue. Und so wie ich mir das vorstelle, mit euch noch mal rüber erzählen. Der Raum muss ungefähr so groß sein wie mein Schlafzimmer, so, der muss ein paar Quadratmeter haben, ich weiß nicht, 5, vielleicht 6, 7, 8 Quadratmeter. Dann würde ich gerne auf der einen Seite diesen Schreibtisch, den ich hier stehen habe, den Tisch, den ich hier Schreibtisch benutze. Das ist eigentlich kein richtiger Schreibtisch, das ist eigentlich nur ein Tisch. Und dann habe ich darunter noch einen Rollcontainer gestellt. Mehr ist eigentlich nicht. Den Tisch würde ich gerne auf die eine Seite stellen. Mein PC rein. Reinstellen. Wenn der Platz noch ausreicht, daneben oder auf der anderen Seite, mal gucken, oder an der Seite, wie auch immer. Gerne meine ganzen Konsolen, also dahin, wo meine Konsolen draufstehen, hinstellen. Dieses Lagerregal, was ich da habe. Was ich dann, was eigentlich ein hohes ist, was ich aber dann tiefer gemacht habe. Also tiefer gemacht habe. Was ich dann aus einem 2 gemacht habe, nebeneinander gestellt habe, damit ich 2,40 Meter habe, statt 1,20 Meter. Das irgendwie unterstellen, auf der einen Seite, oder neben den Schreibtisch, so wie der Raum passt. Dann würde ich da drei Fernseher machen. Da ich aber für ein Wohnzimmer dann auch einen Fernseher brauche, und ein Wohnzimmer ohne Fernseher ist ja nicht, finde ich jetzt nicht so gut, würde ich im Wohnzimmer mir vielleicht einen neuen Fernseher kaufen oder fürs Gamerzimmer einen größeren. Okay, ich habe jetzt schon einen Monitor, also einen Fernseher, den ich als Monitor benutze, der 43 Zoll ist, im 4K. Da seht ihr meinen 32 Zoll Fernseher, den meinen allerersten. Und der hat nur Full-HD. Kein dicke. Doch, der müsste. Na, ist auch egal. Auf alle Fälle hat er nur Full-HD. Durch alte Konsolen ausreichend, die man da anschließen kann, so anschließen kann. Und daneben, ich weiß nicht, ob ich euch schon mal gezeigt habe, ich bin mir nicht ganz sicher, habe ich ja mal 55 Zoll Fernseher stehen, in 4K. Und den würde ich dann, ich weiß gar nicht, wie lange so viel wird, aber egal. Den würde ich dann im Wohnzimmer lassen und würde ich mir für mein Gamerzimmer einen größeren. Ich habe einen gesehen, der kostet ein bisschen was, so 1300 habe ich mal gesehen. So ein 82 oder 275, irgendwie so ein Dreh rum. 75 Zoll, 82 Zoll, wenn es passt. Den klatschen, an die Wand klatschen. Das wäre nicht schlecht. Dann hätte ich darum gerne ganz viele Regale. So viele Regale wie geht. Und auf der einen Seite, wahrscheinlich da, wo das Fenster ist, des Raumes ist, mein Sofa auf dem Wohnzimmer hinstellen. Vom Wohnzimmer kann ich mir dann mal neues, das Sofa, was ich habe, das ist, das habe ich noch gehabt, da habe ich bei meinen Eltern gewohnt. Das habe ich bestimmt schon 11, 12 Jahre. Aber fürs Gamerzimmer, um ein bisschen Geld zu sparen. Weil so ein Sofa kostet ja auch so 400 Euro oder so. Im Durchschnitt. Oder mehr. Kommt an, wie gut man Qualität man haben will. Ob man Federkern drin haben will oder was auch immer. Und das dann da reinzustellen. Mein geiler Bürostuhl. Den ich euch irgendwann mal zeigen wollte, die ich schon seit ein paar Monaten habe, seit 2, 3 Monaten. Den werde ich euch auch gerne mal zeigen.
in einem späteren Video. Wenn ihr den mal sehen wollt, sagt mir Bescheid. Mache ich das, wenn ihr den Stuhl mal sehen wollt. In meiner Lieblingsfarbe. Und dann hätte ich da ganz viele Regale drum, damit alle meine Spiele und alles bestellen kann. Von meinen ganzen 18 Konsolen, 5 Handhelds, von meinen alten C64, Amiga und sowas. So stelle ich mir mein Gamerzimmer ungefähr vor. Dann hätte ich in der Mitte so, in der Mitte am Tisch, irgendwie einen kleinen Tisch. Damit man aber, wenn man da mal mit Leuten zockt oder irgendwas macht, oder die allein zockt, wie auch immer, dass man da vielleicht noch ein paar, einen Tisch hinstellt, wo man vielleicht ein paar Chips oder ein bisschen Getränke raufstellen kann oder so, mal was ablegen kann. Das wäre nicht schlecht. Ja. Ganzen Regale und wenn damit, also viele Regale, wie es geht. Also wenn man Beispiel noch Platz ist, dass man Beispiel das Sofa und da ist noch Platz rundherum. Irgendwie. Also passiert mal nicht ja, wenn ich ein Video aufnehme, sagt er über mir einer. Mann. Ich nehme ja nur ein bis zwei meiner Wochen Video auf meistens, ne? Und dann saugt immer einer. Ach, egal. Davon lassen wir uns jetzt nicht stören. Damit man das Sofa, wenn noch darum noch Platz ist, neben die Fenster oder so, wenn da irgendwie Fenster ist, ja. Kann man ja nie vorsagen, genau wie der Raum aussieht. Dann könnte man darum noch Regale, um den Schreibtisch, um den Fernseher und darum, alles voller Regale. Damit ich auch alle meine Spiele da schön reinkriege. Und die Spiele, die ich mir in Zukunft kaufe. Ich habe in der nächsten Zeit vor, meine Spielsammlung immer stetig zu erweitern. Mit neuen Spielen. Ich kaufe eigentlich immer eher in Ära für die neuen Konsolenspiele. Eher PS3, PS4 meistens. Oder Switch. Und sowas. Denn auch wenn ich den Platz hätte, auch mehr vielleicht noch ein paar ältere Spiele zu kaufen. Aus den 80ern, aus den 90ern. Super Nintendo, N64, GameCube, Sega-Konsolen habe ich 3 Stück, da vielleicht ein paar Spiele für kaufen. Oder vielleicht mein Lieblingsspiel, Maniac Mansion, also Maniac Mansion. Für C64 hätte ich gerne. Nur das Spiel verkaufen Leute immer Arsch. Ich sag mal sehr, 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 sehr teuer. In einer guten Qualität fängt es, glaube ich, bei 80 Euro an. Gibt es 240 Euro und das finde ich immer so. Ich will es für einen guten Preis und keinen Preis, der mich pleite macht. Das sehe ich nicht ein. Dann würde ich so alles richtig schön verkabeln, alles schön hinmachen. Das wäre mein Traum. So eine Wohnung zu haben, wo ich ein eigenes Zimmer habe. Nur für meine Konsolen und so. Würde ich erstmal meine Figuren schön hinstellen, oben ins Regal. Dass man genug Platz hat. Und nicht alles im Wohnzimmer immer stehen hat. Das ist immer so. Man hat es im Wohnzimmer. Und dann ist es so ein bisschen. Der ganze Raum so vollgemüllt. Und wenn man da einen Raum mehr hätte, könnte man ganz sinnig und Duce alles da schön hinbauen mit ganz vielen Regalen. Ich habe hier schon ein paar Regale. Hinter meiner Kamera da steht ein Regal, was schon fast ganz voll ist. Viel passt da auch nicht mehr rein. Wie ich hier immer sieht. Mit 2 Regale. Eigentlich hatte ich mal 3 von den Regalen, aber eins habe ich im Schlafzimmer. Neben den Krimskram drinne. Aber auch nicht wichtig. Denn hier oben habt ihr die 3 Breitbretter gesehen, die ich von Ikea habe. Sind gar nicht so teuer. Das war's. Und dann habe ich über mein Sofa, was ich schon mal gesehen habe, Regale, wo ein paar Figuren drin stehen.
Und oben auf dem Regal, also oben auf dem Regal stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Assassin's Creed Figuren. Weil ich mir die letzten 6 Spiele von Assassin's Creed immer als mit Figur gekauft habe, als Spezialedition. Oder wie die Edition auch mal genau heißen. Oh, das Video ist doch über 10 Minuten. Naja. Kommt sowieso keine Werbung drauf geschalten. Moment noch nicht. Und ja, das hätte ich gerne. So einen richtig geilen Gaming-Raum. So richtig geil. Ja, mit Sofa und. Das muss ja kein großer Tisch, das kann auch ein etwas kleinerer sein. Aber dass man nochmal was abstellen kann und dann schön richtig zocken. Ein Raum nur für meine Games. Ja, das wäre schön. Und dass man das einfach alles geordnet ist und nicht so. Mein Wohnzimmer ist so vollgemüllt mit ein Scheiß, dass ich mir. Das ist ja auch egal. Aber irgendwie ist es auch nicht ganz egal, weil mich stört das langsam. Also muss ich mich, will ich eine größere Wohnung vielleicht mir irgendwann demnächst holen, wenn ich eine bekomme, wo ich einiges Gamerzimmer so richtig richtig schön groß, dann würde ich vielleicht auch ein paar ältere Games mal holen. Ich will ja immer noch eine Atari holen. Atari 2600 aus den 70ern. Ich glaube 78, 77, 78 glaube ich. Oh, täusche ich mich gerade, 78. Ich bin mir nicht ganz sicher, kam die auf den Markt. Dafür gibt es gute Spiele. Beispiel Pac-Man, Mrs. Pac-Man, Donkey Kong, Space Invader und. Das sind die, die mir gerade so spontan einfallen. Und meine Nase juckt. Und da hätte man so richtig, da könnte man dann so richtig so, so dass man, so dass wenn also mit dem Regal meine ich das so, wenn das Sofa dann hier so, wenn das Wohnzimmer dann so steht auf irgendeiner Seite und man baut dann da das Sofa mit Regalen ein und das Fenster, was im Raum ist, mit Regalen rundherum und die Seite, wo der Schreibtisch und das Regal, wo meine Konsolen draufstehen, auch noch mit Regalen rundherum eingebaut ist. Das wäre gut. Da hätte ich mal genug Platz, um alle Spiele hinzustellen. Jetzt würden auch viele sagen, kauft die Spiele digital, die neuen. Und man hat das Platzproblem nicht mehr. Aber ich bin ein Gamer. Ein sehr, sehr, ein Gamer, der sehr lange schon Spiele spielt. Ich spiele schon so lange. Das so lange, da gab es auch keinen Download für Spiele. Da haben die Menschen noch nicht mal drüber nachgedacht, Spiele zu downloaden. Anfang der 90er. Ich habe angefangen 1990 ungefähr mit Spiele zu spielen, als ich 5 war. Auf meinem Amiga und C64 von meinen Eltern. Und ich hab da gespielt. Und da haben die Leute nicht mal drüber nachgedacht. Irgendwie Internet. Internet 1990, Internet. Ich kannte noch nicht mal das Wort Internet. Hätte mir einer gesagt, man kann heute jedes Videos machen und Internet hochladen. 1990 oder 91, 92 in die Drehung. Hätte ich gesagt, was? Videos hochladen? Ach, ja, doch kein Quatsch. Das hätte ich wahrscheinlich gar nicht geglaubt. Und deswegen, ich mag nicht Spiele runterladen. Das mag ich irgendwie nicht. Ich bin immer noch so, ich geh in den Laden oder ins Internet, bestelle mir eine Version auf CD
tue sie rein und habe die CD. Und habe dann auch ein schönes Cover. Wenn die das Cover schön gemacht haben, wenn es mir gefällt. Nicht jedes Cover vom Spiel ist immer gut. Das ist mal so. Und dann stelle ich mir lieber ins Regal. Dann kann man das Spiel sich angucken und dann sieht, ah ja, und wenn ich alles nur digital habe, dann gefällt mir das nicht. Dann kann ich sagen, ja, ich habe dieses Spiel digital, dum 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 dum, die habe ich alle, bum bum bum. Aber man kann die Spiele, so kann man keine Spiele wenigstens, wenn ich die nicht mehr haben will, was bei mir sehr selten vorkommt, weiterverkaufen. Was man mit digitalen Sachen nicht machen kann. Das wäre sogar so ein Raum, wo man sich dann so viele Spiele hinstellen kann. Aber erstmal nochmal zu, also ich mag es nicht runterzuladen. Ende. So. Und ich will nicht das ganze Raum in ganz vielen Regalen alles voll, das wäre so geil. Denn eine schöne, die beiden Studienlampen, die ich hier habe, die und die da hinten steht, damit irgendwie noch mit einbringen. Dann kann ich aus dem Raum immer schöne Videos machen kann für euch. Weiterhin. Ein schönes Video, immer schöne Videos. Das will ich beibehalten. 1 bis 2 Videos die Woche. Finde ich angemessen. Erstmal. Vielleicht kommen auch mal mehr. Aber so ein Gamerzimmer wäre geil. Müsste ich umziehen. Mal sehen. Mal sehen, wie man es macht. Wann ich eine Wohnung finde. Und ich hoffe, ein Raum wäre schon ein Hammer. Davon träume ich schon seit Jahren. Dazu räume ich schon seit so langer Zeit, dass ich da einen eigenen Raum habe für meine Games. Oh, das wäre so geil. Und was ich noch vorhab, das wird aber eher schwieriger, weil ich habe mal im Internet ein Video gesehen. Ein Video. Und dieses Video war über die größte Spielesammlung der Welt. Und irgendwie, wenn ich mich an der Zahl nicht täusche, waren es 16.000. So. Und vielleicht übertreffe ich das ja. Ich habe noch nicht mal 1.000. Irgendwas mit 400, glaube ich. Müsste ich mal genug nachgucken. Und wie viel ich habe? Ich muss 400 und 500 irgendwie. Moment. Hätte ich gerne die größte Spielersammlung der Welt. Und vielleicht komme ich ja in Guinness World Records damit. Das wird mich freuen. Die größte Spielersammlung der Welt. Das wäre geil. Mal sehen, was die Zukunft bringt. In einem Gaming-Raum. Mit einem sehr großen Fernseher wäre geil. So 72 Zoll. 75 Zoll, 82 Zoll irgendwie Dreh rum. So ein großer Fernseher wäre schon geil. Darauf zu zocken. Das wären so um die 1,90 Meter ungefähr. So ungefähr, das wäre schon Bombe. Was noch geiler wäre, ein Beamer, 4K. Aber diese guten 4K Beamer sind ziemlich teuer. Die kosten 1000 Euro aufwärts, gute. 1000 bis 2000. Ungefähr, gute. Muss man mal gucken. Das ist nur ein bisschen doof. Da könnte man ein schön großes Bild machen. Auch von 3, 4 Meter die ganze Wand ausfüllen, wahrscheinlich. Aber da ist wieder der Nachteil. Man hat weniger Platz für Regale. Na, hier bin ich wieder. Tut mir leid, wegen steht jetzt hier. Der Akku war alle. Das Video ist aber
Dieses Video wird ein ziemlich langes Video. Ist ja auch egal. Ich mache doch eigentlich Videos, die meist unter 10 Minuten sind. Das mache ich immer mal längeres. Ist ja auch egal. Wo war ich stehen geblieben? Ja, wenn man jetzt einen Beamer hat. Was für ein Beamer? Ich glaube ja, dann sind wir glaube ich stehen geblieben. Wenn man einen Beamer hat und ein großes Bit hat, hat man nur ein Problem, man kann wie eine Regale rundherum machen. Und das finde ich ein bisschen, ja, ein bisschen doof. Weil das ein bisschen doof. Naja, auf alle Fälle, wo man damit einbrechen, ne? Und jetzt sage ich nur noch, haut rein und bis denne. Hab euch lieb und ciao.